Harlit, meine Tochter, wo bist du? Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Bitte, ihr müsst mir helfen. Sie haben meine Tochter, meine Palette. Was ist passiert? Wer hat eure Tochter? Das Schleiererbe. Ich habe sie hierher verfolgt und es geschafft, diesen Wächter auszuschalten, bevor er Alarm schlagen konnte. Aber verdammt, ich bin ein alter Mann. Mein Schwertarm ist nutzlos. Lasst mich helfen. Wo ist sie? Möge Auriel euch beschützen. Ehe er starb, hat mir dieser Bastard verraten, dass sie in einer Ruine gefangen gehalten wird. Nehmt diese Notiz und dieses Elixier der Unsichtbarkeit. Die Notiz enthält alles, was ich von diesem Abschaum erfahren habe. Das Elixier ist für Palit. Ich werde nach Palit suchen. Ruht euch nur aus. Findet sie. So schnell ihr könnt. Achso, wer seid ihr? Ein Mitglied der ersten Auridon-Seesoldaten. Ich diene unter Schlachtenvogt Okelmo. Ich habe gerade Freigang. Meine Frau ist gestorben, vor kurzem erst. Dieser Zusammenhang. Was ist geschehen? Das Erbe. Wieder mal. Ich wurde Königin Eirens Abteilung zugewiesen. Meine Frau wollte bei ihrer Schwester in Silseilen bleiben. Die Stadt wurde gebrandschatzt und man hat sie beide umgebracht. Es waren diese Bastarde. Es tut mir leid, das zu hören. Ich habe schon genug an das Schleiererbe verloren. Meine Tochter werde ich nicht auch noch verlieren. Bitte, ihr müsst sie finden. Warum habt ihr euch nicht einfach mit dem Elixier reingeschlichen? Wie könnte man Palit dann dort herausholen? Ich bin eher ein Alchemist als ein Kämpfer, wie ihr hier sehen könnt. Wenigstens weiß ich, wie man jemanden zum Reden bringt. Okay. Dann, ich meine, es gab noch eine Möglichkeit, hier mit einer Verkleidung reinzugehen oder so. Wir laufen jetzt einfach mal an dem Kerl vorbei, der jetzt gerade jemand anderen gefolgt ist. Oh, schade. Okay. Also, ich dachte eigentlich, es gab hier noch irgendwas mit einer Verkleidung, aber anscheinend ist dem nicht so. Oder ist das hier vorne? Ist es vielleicht doch das andere gewesen? Stöbert in Tiefen. Haltet die Kristalle fern von den... Och, geht mir doch nicht auf den Senkel hier. Kann man hier einmal in Ruhe was vorlesen, bitte? Ihr solltet gar nicht aus der Höhle rauskommen. So. Also, Captain Rela, zur Erinnerung. Haltet die Kristalle fern von der arkanen Ladung. Die Ladung enthält alchemistische Zutaten, die unschön reagieren, wenn sich die Kristalle im Umfeld befinden. Ich übernehme keine Haftung für den Tod eurer Mäher durch falsche Handhabung. Bleibt feucht. Stöbert in Tiefen. Okay. Ich lasse das mal so stehen. Korb? Da war jetzt auch nichts drin. Ich meine aber, dass sie mir irgendwas sagt, dass ich mich verkleiden kann und dann an denen vorbeischleichen kann. Deswegen nehmen wir die Quest jetzt auch an. Mann. Ihr seid eine unerwartete Biegung im Fluss. Kein Schleiererbe, ja? Und offensichtlich gehört ihr auch nicht zum Pakt. Vielleicht können wir einander dienen. Gehört ihr denn nicht zum Pakt? Die Argonia als Volk schon, ja. Aber diese Truppen sind nicht meine Freunde. Ich will diesen Schweinen eine Lektion erteilen. Eine Hand wäscht die andere. Was schwebt euch vor? Dieser Kristall, nehmt ihn. Der Pakt lädt überall in der Bucht arkane Fracht ab. Berührt die Fracht einfach mit dem Kristall. Das Ergebnis sollte beeindruckend sein. Ich probiere es einmal aus. Vorsicht, der Kristall hat Biss. Er ist nicht immer so freundlich, wenn er nicht richtig eingestellt ist. Der Kristall könnte explodieren? Ja. Der Kristall könnte explodieren, wenn er nicht richtig eingestimmt ist. Könnte ich dabei denn etwas Hilfe bekommen? Ich kann nicht. Meine Magika ist gebunden. Ich kann es versuchen, aber wenn ich mehr Kraft einsetze, als der Stein zulässt, dann kommen die Schmerzen. Entsetzliche Schmerzen. Ich mache es nur ungern, aber es verkürzt ein bisschen die Quest.
Ich will nicht protzen, aber ich bin recht gut darin, Leuten weh zu tun. Ich sehe schon, dass ich mir einmal mehr einen sehr vertrauenswürdigen Verbündeten ausgesucht habe. Eigentlich schon. Nun gut, ich werde es versuchen. Es tut mir leid. Einen Augenblick, ich muss den Kristall vorbereiten. Ich hätte dich auch gern überredet. Och, habe ich mich jetzt erschrocken. So, jetzt muss er noch eingestimmt werden. Haltet still. Ja, würde ich ja gerne, aber ich sehe nichts mehr. Und fertig. Nehmt ihn. Und viel Glück. Okay, also vernichtet die Arkanen-Vorräte. Wir haben jetzt quasi alles gleichzeitig. Anscheinend ist es aber nicht das, was ich eigentlich wollte. Nämlich das, dass ich mich umziehe. Es tut mir leid. Jetzt haben wir alles durcheinander. Genau das wollte ich eigentlich nicht, indem ich immer eine Quest nach der anderen mache. Aber naja, jetzt ist es halt so. Oh, Hallöchen. Das ist ein Zitschi-Portal. So. Achso, das gilt alles als eins. Okay, okay, okay. Dann... Da ist noch was. Finde ich aber nett, dass ihr alle nicht bewacht seid, wollte ich gerade sagen. Und schon kommt die erste Wache. Hallöchen und auf Wiedersehen. Du hast mich niemals gesehen. Hier vorne ist noch was. Und da ist noch ein Büchlein. Das nehmen wir auch mal direkt mit. Könnt ihr euch wie immer gerne durchlesen. Ich glaube, ich muss mich nur ein bisschen sputen. Deswegen, da oben sind auch noch Vorräte. Ah, hier unten. Okay. Hä, war das nicht da, wo sie gerade war? Klar, das ist doch hier im Eingang. Wieso habe ich das nicht gesehen? Okay, da unten gibt es nochmal ein Vorratsdepot. Freudigerweise auch eins, was nicht so richtig bewacht ist. Und das letzte ist noch mal ein Stückchen weiter den Strand hinunter. Und zwar da hinten. Laufen wir einmal ein bisschen den Bogen. Oh, den nehmen wir doch auch mit. Wenn wir schon mal dabei sind. So. Trefft sie am Schiff. Okay, dann gehen wir erstmal zum Schiff. Oder wir springen ins Wasser. Ist beides gleich gut. Aber gut, ich meine, das ist halt, ne? Es ist ja alles in der Gegend. Es ist blöd, wenn man die Quests dann nacheinander macht. Wo stehst du denn hier? Ich dachte gerade, du bist ein Gegner. Oh. Ja. Gute Arbeit. Der Kristall? Ich habe ihn noch. Hervorragend. Jetzt wisst ihr es also. Der Edelstein dämpft meine Magika. Im Zusammenspiel mit etwas Zauberei sollte der Kristall, den ich euch gegeben habe, mich befreien können. Was werdet ihr machen? Ich beginne mit dem Zauber. Sobald ich den Kristall geschwächt habe, gebe ich euch Bescheid, dass ihr den Kristall einsetzen sollt, den ich euch gegeben habe. Dadurch erhalte ich den letzten zusätzlichen Schub an Kraft, den ich brauche. Dann werde ich frei sein. Bereit? Ich bin bereit. Das sollte klappen. Jetzt wendet den Kristall auf den Stein an. Gut gemacht. Was werdet ihr jetzt tun? Überlasst diese Schweine dem Schlachter. Sollen sie alle verrotten. Vielen Dank für eure Hilfe. Schattenfen wartet schon. Na gut, das höre ich gerne. Wir haben einmal mittlere erfüllte Stiefel ohne Set erhalten. Ich wollte gerade sagen, was macht die denn jetzt hier? War doch gar nichts mehr. Aber gut.
Guck mal, dass wir hier noch ein bisschen was mitnehmen und dann gehen wir weiter. Wir müssen ja noch die südlichen Ruinen betreten, um hier die Tochter rauszuholen. Ich glaube, die Abkürzung war doch nicht so eine gute Abkürzung, weil ich irgendwie im Wasser langsamer bin. Ich wollte gerade doch gesagt haben, ich nehme da mal die Abkürzung. Wieso ist hier Holz mitten im Wasser? Das ist ja praktisch. Okay. Nehmen wir gerne an. Nehmen auch gerne mit. So. Hier geradeaus. Da, wo es leuchtet irgendwo. Also, es leuchtet, ist gut. Da, wo ich was abgefackelt habe, da müsste der Eingang sein. Ah ja, hier. Genau. Ja, wie gesagt, entschuldigt bitte die Verwirrung, aber es geht jetzt heute. Also es geht schon anders, aber ja, ihr habt ja gesehen, die Quest hat jetzt auch nicht so lange gedauert hier mit ihr. Da war sie schon fertig. Deswegen. So, Freundchen, ihr steht mir im Weg, also müsst ihr leider dran glauben. Ich muss jemanden befreien. Hallo? Hallo Kiste, wollte ich gerade sagen. Hallo Palit. Verschwindet von hier. Ich werde nichts mehr sagen, also würdet ihr nur eure Worte verschwenden. Ich gehöre nicht zum Erbe. Euer Vater schickt mich. Mein Vater? Den Sternen sei Dank. Ich bin es satt, ein Druckmittel zu sein. Ein Druckmittel? Sie haben mich gefangen, um meinen Bruder Eranamo unter Druck zu setzen. Sie haben ihn einen Auftrag erledigen lassen und ihn danach in einen Raum in den Ruinen im Norden gesteckt. Bastarde! Also eine Folgequest. Euer Vater hat mir dieses Unsichtbarkeitselixier gegeben. Er möchte, dass ihr euch auf den Weg... So ist mein Vater. Immer ganz der große Denker. Aber ich kann nicht... Ich kann nicht ohne Eranamo gehen. In den Ruinen im Norden, sagtet ihr, richtig? Ich gehe ihn suchen und ihr verschwindet von hier. Danke und viel Glück. Das sagt sie ja nur, weil ich ihren Bruder suche. Aber macht ja nichts. Danke, danke, danke. Und wir legen sofort los, nachdem ich hier alles einmal inspiziert habe. Ja, manchmal muss das sein, ich weiß. So, Ruinen im Norden. Achso, die meint nicht die Ruinen, wo wir jetzt hier drin sind. Sondern sie meint irgendwelche Ruinen, wenn wir hier rausgehen im Norden. Ach, ich weiß, glaube ich, ungefähr, wo die waren. Oder auch nicht. Da wäre ich jetzt nicht hingelaufen. Aber ist auch okay. Oh, du siehst mich nicht. Hast mich nicht gesehen. Was er tatsächlich nicht hat. So, ihr, wenn denn mal mein Angriff starten würde. Ihr habt mich leider gesehen, also müsst ihr auch dran glauben. Hallo? Hallo? Och, wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Ich muss es nicht verstehen. Ich muss es manchmal wirklich nicht verstehen. Du sollst nicht schleichen, du sollst laufen. Ja? Wer ist da? Ich bin's. Gameplayerin. Moment, up. Ich wollte nicht die Äpfel erschießen. Ich wollte die Sachen einsammeln. Aber so richtig als Gefangener siehst du mir jetzt hier nicht aus. Moment, wir werden gleich direkt mal gucken. Oh, wir haben ja noch was. Einen Brief, Erangnor. Ich weiß, ihr sagtet, dass ich euch niemals schreiben soll. Aber was da in Quendulun passiert ist. Ich bin nicht beim Erbe, um ein Verräter zu sein. Das Erbe im Bett mit dem Ebenherzpakt, das widerspricht allem, woran ich glaube. Ihr müsst das melden. Ich kann nur annehmen, dass Earan einen extremeren Kurs eingeschlagen hat. Ich schreibe meiner Mutter, damit sie die Informationen an die Königin weiterleiten kann. Grünschatten scheint mir so weit weg von Auridon. Ich vermisse mein Zuhause. Ich vermisse die Summer's End-Inseln. Ich vermisse euch. Es tut mir leid. Aranias. Mhm. Das bestätigt irgendwie meinen anfänglichen Verdacht, als ich hier reinkam und ihn gesehen habe. Ah, gut. Ich bin ausgehungert. Schauen wir mal. Ich hätte gerne eine Fasanenbrust, etwas Wein und, ein Käserad. Ich bin nicht hier, um euch Essen zu bringen. Palit hat mich geschickt, um euch zu finden. Ach, meine Schwester.
Es ist ihre Schuld, dass wir in diesem Schlamassel stecken. Das Erbe wollte nur ein paar Informationen. Alles gar kein Problem. Aber sie haben darauf bestanden, Palit als Rückversicherung mitzunehmen, damit ich mich auch ja benehme. Ihr macht mit dem Erbe und dem Pakt gemeinsame Sache? Oh, seid doch ruhig. Ich wusste nicht, dass sie mit dem Pakt gemeinsame Sache machen. Und jetzt mischt ihr euch auch noch ein. Schön. Mit meiner Flucht ist es nicht getan. Ich habe ihnen detaillierte militärische Pläne ausgehändigt. Werdet ihr mir helfen, sie zurückzuholen? Ihr habt Verrat begangen. Und jetzt möchtet ihr, dass ich dabei helfe, euren Schlamassel in Ordnung zu bringen? Wollt ihr, dass diese Informationen in die Hände des Pakts fallen? Nein, das hatte ich mir schon gedacht. Sie lagern ihre Uniformen dort unten und ich konnte eine in meinem Feldbett verstecken. Nehmt sie. Dann können wir an den Soldaten vorbeischlüpfen und die Berichte zurückholen. Alles kein Problem. Gut, ich werde die Uniform holen. Ich warte dann draußen auf euch. Ach, er hat selbst eine eigene Uniform. Hallo? Ich dachte, ich soll ihn jetzt hier... Achso, ich muss die anziehen. Ich dachte, ich soll ihn jetzt hier raus... schleudern, wollte ich gerade sagen. Rausschleusen. Keiner dieser Soldaten sollte uns... Wenn wir dem Centurio begegnen, bei dem sieht es anders aus. Also mit anderen Worten, die Fackelträger, denen sollten wir nicht begegnen. Es ist zwar nicht das, was er gerade gesagt hat, aber... So, Wachposten, die sind quasi alle weg. Ach, natürlich kommt da jetzt der einzige Wachposten, der hier wahrscheinlich rumläuft, der eine Fackel hat. So, Dankeschön fürs Wegmachen. An den anderen schleiche ich mich vorbei. Kommt, wir haben eine Menge zu besprechen. Das war Earan, mit der Anführerin der Truppen des Paktes, Rela. Okay, ich sag jetzt mal eben Trick 17. Wir machen jetzt die Kleidung aus, weil dann kann die uns nicht abgenommen werden. Die sind sowieso rot. Trete vor meine Tür. Alles gut. Die sind sowieso rot, das heißt, die würden uns sowieso erkennen. Dann nehmen wir mal die militärischen Unterlagen. Ja gut, die müssen wir jetzt nicht vorlesen. Es geht darum, wie viele Offiziere da sind und so weiter, wie viele Zivilisten. Könnt ihr euch gerne durchlesen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Zumal die Folge jetzt schon so lang ist. Wir verlassen das Schiff. Machen wir sofort. Ich brauche noch einen Augenblick. Moment. Könnte ich mich bitte mit euch unterhalten? Ja. Machen wir sofort. Ich will nur die Klamotten wieder anziehen. Oder auch nicht, weil ich im Falschen gucke. Da. So, wir unterhalten uns. Es sei denn, dass die jetzt generell alle rot sind. Hä? Jetzt können wir meine Schwester suchen. Aufgeregt, Palit wiederzusehen? Ach nein, sie betet mich immer noch an. Sie schätzt mich sehr, nicht so wie mein alter Herr. Wenn Vater hier wäre, würde er mir die Haut vom Rücken peitschen. Ehrlich gesagt, ist er hier. Er hat mich mit dem Plan hierher geschickt, Palit zu retten. Vater? Hier? Oh, dann wartet er also vor der Höhle? Ja, draußen auf der Straße. In Ordnung. Auf der Straße. Würde es euch etwas ausmachen, wenn ich ein wenig zurückfalle, wenn wir hier raus sind? Ihr solltet vorgehen. Erzählt ihm, was für eine große Hilfe ich war. Dann zeige ich mich ihm. Wenn ihr unbedingt möchtet. Ja, die hier unten sind jetzt auch alle rot. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, obwohl ich ja eigentlich diese Verkleidung hier habe. Ich meine aber in der Höhle, die würden mich trotzdem nicht erkennen. Ich habe keine Ahnung. Oder das ist einfach jetzt weg, also dass das jetzt einmal getriggert wird in dem Moment, wenn wir... Nö, die sind auch rot da. Komisch. Wenn wir halt eben diesen Centurio da erledigt haben, selbst ohne Kostüm, dass die dann alle rot werden. Zumindest sieht es jetzt so aus. Dann ist es jetzt auch egal, ob ich jetzt das Ding trage oder nicht. Weil dann ist es jetzt eh beim nächsten Kampf. Beziehungsweise, wenn mich einer entdeckt, ist es dann weg. Also ist sie weg, die Verkleidung. So, das war hier der Anfang.
Nee, das war gar nicht der Anfang. Ach, hier hinten, das war der Anfang. Jetzt verstehe ich das. Ach so, Moment. Funke, wo bist du eigentlich? Ich habe dich ja beim letzten Mal rausgetan. Du darfst aber gerne wieder mitmischen. Komm. Also, ich bin leicht verwirrt. Entweder haben sie es geändert, ich weiß es nicht, oder ich habe keine Ahnung. Normalerweise ist es so, wenn man erwischt wird, dass die Kleidung halt eben weg ist. Also die Tarnkleidung. Warum auch immer das jetzt nicht der Fall ist, ich habe absolut keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal wieder ausziehen. Oder auch nicht. Ach, kommt. Zerstöre ich die halt. So. So geht's auch. So. Rolanzano. Meine Tochter wurde gefunden. Und wie ich höre, mein nutzloser Sohn auch. Eranamo gab diesen Pakt, gab dies den Pakt, aber er hat mir auch geholfen, es wieder zu beschaffen. Was? Er? Mein Sohn ist ein Verräter? Er hat die Einsatzpläne an das Erbe weitergegeben? Und an den Pakt? Nur zu seiner Verteidigung. Er wollte nicht einfach nur fliehen. Er wollte... Hat er euch erzählt, dass meine Frau, seine eigene Mutter, vom Schleiererbe ermordet wurde? Dass er ganz Auridon und unzählige Mütter und Töchter in Gefahr gebracht hat, nur um sich wichtig zu fühlen? Wie ein großer Mann? Er sollte gleich hinter mir sein. Schaut, Vater, es ist Eranamo. Ihr? Ich hab euch doch gesagt, dass ich euch umbringe, wenn ihr mir noch Vater, einmal unter die Augen tretet. Auf. Ich wollte doch nie jemandem etwas antun. Ihr verdient keine Vergebung. Lorkhan soll euch holen. Vater, nein! Bitte tut doch etwas. Ja, wir müssen, soweit ich weiß, wieder eine Entscheidung treffen. Das ist jetzt eine offizielle Angelegenheit der Auridon-Seesoldaten. Eure Hilfe wird nicht mehr benötigt. Seid ihr sicher, dass ihr das wirklich tun wollt? Ich muss, um der Gerechtigkeit willen. Er ist ein Verräter an der Krone, an seiner eigenen Familie. Und die einzig mögliche Strafe ist der Tod? Er ist ein Verräter an der Krone. Er hat Verrat, Mord und Diebstahl begangen. Wie könnte ich das je rechtfertigen, selbst als sein Vater? Es ist meine Pflicht. Vergesst die Pflicht. Er ist euer Sohn. Nein, ich muss es tun, ich muss. Mein Sohn, mein eigener Sohn. Wie kann ich mein eigen Fleisch und Blut töten? Was ihr getan habt, ist unverzeihlich, Eranamo. Gut, euer Leben gehört euch. Meine letzte Tat als Vater ist es, euch zu verschonen. Und jetzt geht, flieht aus Auridon und kommt niemals mehr zurück. Wenn ich euch jemals wiedersehe, ist euer Leben verwirkt. Ja, Vater, ich verstehe. Ich... Kein Wort mehr. Geht! Ja... Eranamo! Dieser Mann ist nicht länger euer Bruder, Palit. Lasst ihn gehen. Nicht das, was wir uns alle erhofft haben, denke ich mal. Könnte es sein, dass ich die falsche Wahl getroffen habe? Ihr habt das Richtige getan. 100 Jahre bei den Seesoldaten und noch nie habe ich meine Pflichten vernachlässigt. Bis heute. Aber ich kenne mich. Ich hätte es nur bereut, wenn ich Eranamo getötet hätte. Vielen Dank. Ja, und ganz ehrlich, da ist mir die Wahl auch sehr leicht gefallen, weil er machte jetzt keinen, also der Sohn machte jetzt keinen bösen Eindruck, nicht dieses typische, ich will herrschen und deswegen habe ich mich denen angeschlossen oder sowas. Er hat dann auch um Vergebung gebeten und seien wir mal ganz ehrlich, Pflicht oder nicht, es geht hier um Familie, es geht um seinen Sohn und da handelt man anders, als wenn es jetzt irgendwelche anderen Leute wären. Man könnte die Leute natürlich noch gefangen nehmen, theoretisch, aber ja, er hat sich ja entschieden, ihn dann laufen zu lassen, wenn auch ins Exil zu schicken, aber das ist natürlich trotzdem besser als der Tod. Und wir haben eine gestärkte, einhändige Keule vom Set Rüstung des Schleiererbes erhalten. Ja, und damit haben wir jetzt in dieser heutigen Folge sogar 3 verschiedene Quests durchgemacht. Hätte ich die eine dann doch mal lieber an die andere Folge von gestern gehangen. Aber
beziehungsweise vorgestern, weil gestern gab es leider keine Folge von Teso. Ich hatte ja schon geschrieben, warum. Ihr findet es bei mir in den Community-Beiträgen. Und ja, um das hier nicht noch länger zu machen, werde ich da jetzt nicht nochmal einzeln drauf eingehen. Ich hoffe aber trotzdem, dass jetzt wieder jeden Tag neue Folgen von Teso online gehen werden. Und ja, ich sag einfach mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.